Ja, moin moin, liebe YouTube-Süchtigen. Heute wollte ich euch mal so ein bisschen vorwarnen oder einige von euch, die auch Tutorials machen. Und zwar wollte ich mal eben so ein bisschen erzählen, wie die Vorgehensweise heutzutage von den Anwälten ist. Ob das alles so richtig ist, weiß ich nicht. Also bei mir war es so, ich habe ein Video produziert. Ein Tutorial, in dem ich beschrieben habe, wie man ein Programm freischaltet, dass sowas natürlich zweifelhaft legal ist, das ist mir natürlich bekannt. Nur ich habe das auf englischen Seiten öfter gesehen und habe eigentlich nur eine deutsche Übersetzung gemacht, wollen wir mal so sagen. Auf jeden Fall kam dann per E-Mail auf die E-Mail-Adresse meiner Homepage, die habe ich mittlerweile auch gelöscht, weil ich da eigentlich keine Zeit mehr für habe. Also auf die E-Mail-Adresse meiner Homepage kam eine Abmahnung von einer Anwaltskanzlei aus München und Dresden, ich will den Namen mal nicht sagen. Daraufhin habe ich das kurz überflogen, habe gesagt, gut, lösche ich das Video, hat sich erledigt, Punkt, Ende. Das habe ich dann gemacht. Dann nach circa einem Monat kam vom Landgericht Hamburg eine Unterlassungserklärung, wo drin mir dann eben vorgeschlagen oder vorgeschrieben wurde, dieses Video nicht mehr hochzuladen, was schon lange gelöscht war. Genauso das Programm nicht mehr zu benutzen und eben solche Sachen hinsichtlich des Programmes zu unterlassen. Ja, das habe ich dann auch gemacht, habe da auch zurückgeantwortet, habe dann auch geschrieben, wie und wo das ist. Also der Anwalt hat zum Beispiel das Video von meinem YouTube-Kanal einfach kopiert, was meines Erachtens ja auch illegal ist. Das ist ja eigentlich ein Urheberrechtsverstoß mir gegenüber. Und das Programm, was ich freigeschaltet oder wo ich die Beschreibung für gemacht habe, dieses Programm, das gibt es eigentlich schon als Freeware. Naja gut, habe ich so zurückgeschrieben, auch zum Landgericht, habe da Stellung zugenommen. Und daraufhin wurde aber auch nicht eingegangen. Und jetzt habe ich da eben eine Strafe von einem dreistelligen Bereich, vierstelligen Bereich, Entschuldigung. Und also nur so zur Warnung jetzt für alle, die Tutorials machen oder auch irgendwelche Videomaterialien von anderen Sendern nehmt. Es ist momentan auf YouTube sehr schlimm mit Anwälten, die wegen Urheberrechtsverletzungen und wegen fehlenden Impressum auf einer Homepage eine dicke Welle machen. Also ich wollte das nur mal eben sagen für alle die, ich habe hier mehrere Kanäle abonniert, die auch hauptsächlich eben sowas machen. Solche Tutorials, wie man eben Programme freischaltet. Ich habe auch mehrere Kanäle, die Videomaterial von anderen Rundfunk- und Fernsehanstalten benutzen. Und ich wollte damit bloß eine kleine Warnung aussprechen. Überlegt euch das gut, was ihr da macht. Denn momentan ist wirklich eine Welle zugange, die eine Abmahnwelle ohne Ende und vor allen Dingen, man kriegt heutzutage nichts mehr per Einschreiben oder sonstiges. Es wird per E-Mail was hergeschickt, was meines Erachtens eigentlich nicht rechtskräftig sein dürfte, ist es aber. Ich habe mir das gesetzlich nachgelesen. Also heutzutage dürfen die das. Bei unserer BRD GmbH ist also sowieso alles möglich, das wissen wir ja mittlerweile. Aber auf jeden Fall, Sie dürfen mir es per E-Mail schicken. Das Landgericht interessiert alles überhaupt nicht. Das Hauptsächlich das Landgericht in Hamburg
die momentanen Massenabfertigungen in Urheberrechtsfragen haben. Und die Strafen belaufen sich. Also ich konnte etwas runterdrücken mit der Antwort zum Gericht. Ansonsten hätte die Strafe, wäre sie so ungefähr auf 2.500 Euro gekommen. Ich habe sie dann auf knapp 1.400 Euro runterdrücken können. Nur was ich damit eben sagen will, ist einfach, die Anwälte können machen, was sie wollen. Die können also Urheberrechtsverletzungen mir oder euch gegenüber ruhig unternehmen. Die können euch irgendwelche Sachen per E-Mail schicken, die nicht mal handschriftlich unterschrieben sind oder sonstiges. Und also seid vorsichtig mit dem, was ihr macht. Das war es nun mal eben dazu. Wünsche euch noch viel Spaß. Euer Hans-Dieter. Bis nächstes Mal.